3. Ja. 1, 2, 3, Test bitte. Wenn Sie alle noch etwas näher kommen, hier drin ist es auch nicht so kalt wie draußen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Spatenstich. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Wir beginnen heute einen weiteren Bauabschnitt hier im Rosenseegebiet. Wir errichten einen weiteren Haustyp in gewohnter, höchster Massivhausqualität zu attraktiven Preisen. Mein Stadthaus 3.0, Ihr Stadthaus 3.0. Die Häuser verfügen über den trägertypischen, ausgefeilten und funktionalen Grundrissen. Neben den ausgefeilten funktionalen Grundrissen als besonderes Highlight noch über eine großzügige Dachterrasse. Durch die stadtnahe Lage sind die Einrichtungen des täglichen Bedarfs fußläufig zu erreichen. Ziel der Stadt Aschaffenburg mit diesem Baugebiet war, ich zitiere, Siedlungsmodelle, neue Wege zu preiswertem, ökologischem und sozialem Wohnen in Bayern. Und ich behaupte nun heute, dass es uns hier mit den bereits 89 gebauten Häusern auf ganzer Linie gelungen ist. Mit dem heutigen Bauabschnitt sind somit 100 Häuser Ihnen, meinen sehr verehrten Damen und Herren, zur Verfügung gestellt worden. Doch dieser Erfolg gehört nicht nur der Träger Immobiliengruppe alleine, sondern alle Sie, die heute Anwesenden. Alle Sie haben dies möglich gemacht. Mein Dank hierfür gilt heute der Stadt Aschaffenburg, vertreten durch unseren Oberbürgermeister Herrn Klaus Herzog, der Stadtverwaltung insgesamt, den Stadträten. Mein Dank geht aber auch an die Sparkasse Aschaffenburg, der Herr Zang ist heute hier, die uns in der ganzen Zeit begleitet hat, sowie an alle weiteren Projektbeteiligten, und an alle meine Mitarbeiter. Mein ganz besonderer Dank geht heute an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, Nutzer. Erst durch Sie, die Bewohner, werden die Häuser zum Leben erweckt. Denn nur Sie haben durch Ihren Zuspruch und den Erwerb der Häuser gezeigt, dass wir hier die richtigen Angebote für die Menschen in dieser Stadt geschaffen haben. Das Menschsein und das Wohlfühlen zu Hause ist stets die Grundlage all unseren Handelns. Ich bitte nun Herrn Oberbürgermeister um einige Worte. Vielen Dank, Herr Träger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was zeichnet eine erfolgreiche Stadt aus? Eine erfolgreiche Stadt hat immer einen Weitblick. Als vor 20 Jahren die Amerikaner Aschaffenburg verließen, dann gab es die Diskussion, ist das ein Risiko oder ist das eine Chance? Und die Stadtverwaltung hat sofort gesagt, das ist eine riesengroße Chance, weil da Tausende von Quadratmeter frei werden. Man hat sich dann auf den Weg gemacht und hat einen Leitplan, eine Leitidee entwickelt. Entlang der Würzburger Straße richtig kräftig. Gute Architektur, zukunftsorientierte Betriebe und vor allem die Hochschule. 3000 Studenten hier an der Hochschule sind ihre potenziellen Kunden, weil das sind die Ingenieure, die hier arbeiten. Das war das Erste. Und dann hat man sich Partner gesucht und wir haben uns den Freistaat gesucht. Freistaat, Siedlungsmodell, Rosensee. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir den Wettbewerb damals abgeschlossen haben. Es war ein Funkstädter Architekt. Der hat gesagt, macht in der Mitte einen Rosengarten in der Mitte. Drüben macht ihr Mietwohnungsbau und Eigentumswohnungsbau und hier Eigenheim. Es war dann sehr schwierig, weil die oberste Baubehörde in München darauf bestanden hat, dass der Mietwohnungsbau und die Höfe auch auf diesen Bereich übertragen wird.
Wir haben dann gemerkt, im Jahre 2001, 2002, so geht das nicht, wie Sie sich das in München vorstellen. Wir sind keine Münchner Verhältnisse. Wir müssen hier weg von den Wohnhöfen und müssen den Hausbau forcieren. Der Freistaat ist dann ausgestiegen. Er hat dieses Siedlungsmodell nicht betrieben. Er hat gesagt, das Risiko liegt bei euch. Aber wir sind das Risiko gern eingegangen, weil wir gespürt haben, viele Menschen, die ein Haus bauen wollen, die gehen nach Gladbach oder gehen nach Rösbach, weil das Baugebiet einfach zu teuer ist. Und wir brauchen dann Investoren mit Mut und Zuversicht und Innovation, die nach vorne gucken und die dann doch auch Häuser herstellen, die Qualität haben und die auch noch bezahlbar sind. Und dann haben wir das ganze Modell geändert und es war richtig so. Denn wir werden zum Schluss, wenn das Siedlungsmodell fertig ist, werden wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Da ist die Stadt Aschaffenburg, die weise Entscheidung getroffen hat. Dann sind immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich kaufe mir keine Aktien, ich kaufe mir ein Haus oder ich kaufe mir eine Wohnung. Ich kann sie dazu nur ermuntern. Und wenn sie das am Rosensee machen in Aschaffenburg, dann ist das doppelt gut, weil Aschaffenburg ist im Aufbruch. Es ist unglaublich, was hier passiert. Fahren Sie durch, das sind die ganzen Baustellen, schauen sich den Bahnhof an, schauen sich die Schulen an, was hier passiert. Da ist viel in Bewegung. Das liegt natürlich auch am Rhein-Main-Gebiet. Von hier aus, der hier wohnt, fährt mit dem Bus zum Bahnhof, steigt in den ICE, ist in 30 Minuten in Frankfurt am Opernplatz. Arbeiten in Frankfurt, gut Geld verdienen und toll wohnen in Aschaffenburg am Eingang des Stellachtbereichs. Das wissen immer mehr. Das Wissen immer mehr zu schätzen und wir sind Ihnen dankbar, Herr Träger, dass Sie eine Form gefunden haben, wo wir hier Menschen, die gut Geld verdienen, die gut arbeiten, die erfolgreich sind, die hier bleiben, mitten in der Stadt. Und die vielen, die auch hier sind und die Häuser kaufen, darf ich nur glücklich wünschen. Setzen Sie darauf, dass wir viel in Bewegung setzen in den nächsten Jahren. Aschaffenburg als Mittelpunkt am Bayerischen Untermain, Aschaffenburg als Teil der Metropolregion Frankfurt, die nach vorne gucken. Es kommen immer mehr junge Leute. Hier ist was los, hier wohnt es sich gut zu leben. Hier kann man ins Theater, hier kann man ins Kabarett, hier kann man einfach gut leben. Gut arbeiten, gut wohnen und gut leben, das wird erfüllt. Die Stadtmitte ist fußläufig in 5 Minuten zu erreichen. Alle, die hier bleiben, sind Glückspilze. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Hauses und Ihnen, lieber Herr Träger, mit Ihren 89, Sie haben das gezeigt. Und jetzt mit den weiteren, das ist eine tolle Sache und wird von der Stadt Aschaffenburg unterstützt. Wir haben natürlich gute Köpfe, da ist der Herr Bausbach, da ist der Herr Blatt, da ist der Hart, da ist der Herr Bubenzer. Und dann zwischendrin ist der Kopf der ganzen Stadtentwicklung. Unser Stadtentwicklungsreferent, Herr Kessler, der hat gute Ideen. Er sagt immer, Bescheidenheit ist eine Zier. Ich sage immer, gut, Herr Kessler, Sie sind hier. Schön, dass Sie gekommen sind, alles Gute, viel Glück für das Projekt und wir werden bald den Rosensee komplett erschlossen haben. Und das ist eine Erfolgsgeschichte der Stadt Aschaffenburg. Und meine Herren Träger, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Und wir haben es ja schon gehört, ein weiterer Grund, außer dem Spatenstich, ein weiterer Grund, heute hier zu feiern, ist natürlich die Entstehung des 100. Hauses hier im Rosensee, zumindest von uns. Und ich darf hier bitte die Käufer, Frau Angelika und Herrn Christian Pocconi, zu mir nach vorne bitten. Ich darf Ihnen recht herzlich gratulieren für Ihre Entscheidung und für das Vertrauen, was Sie uns entgegengebracht haben. Für die Dame haben wir einen Strauß Blumen und für den Herrn eine Flasche Sekt. Wenn Sie jetzt noch blechen würden. Mir auch noch ein Lächeln. Okay, danke. Dankeschön. Des Weiteren möchten wir die Gelegenheit heute nutzen, um auch noch etwas Gutes zu tun.
nämlich dem Kinderheim hier in Aschaffenburg, möchten wir gerne eine Spende überreichen. Wir haben einen Scheck vorbereitet, über 2500 Euro. Und wir möchten gerne mithelfen, den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive in der Zukunft geben zu können. Daran arbeiten wir, daran wollen wir mithelfen. Und ich bitte Herrn Heim, der Leiter vom Kinderheim, zu mir nach vorne. Ich darf Ihnen den symbolischen Scheck überreichen. Der richtige folgt dann am Montag. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das städtische Kinderheim ist ja nicht weit von hier, auf der anderen Seite der Würzburger Straße im Bessenbacher Weg. Wir betreuen ungefähr 50 Kinder und Jugendliche aus Aschaffenburg und aus der Region um Aschaffenburg. Und wir haben schon besprochen, wir werden das Geld verwenden für unsere Ferienfreizeiten im nächsten Jahr. Das ist eine gute Gelegenheit, dass die Kinder und Jugendlichen mal von hier auch was anderes wegkommen, was anderes auch sehen. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel auf einer Bergfreizeit in Südtirol mit den Kindern. Das können wir nur finanzieren über Spendenmittel. Die Grundversorgung ist über Steuermittel gesichert, aber was so besondere Highlights sind, das geht nur über Spenden. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Sie heute einen ganz wichtigen Baustein für unsere Freizeiten im nächsten Jahr uns geben. Dankeschön. Shake hands und so. Ja, genau. Und mit einmal besten Strahlen noch zu mir. Vielen Dank, Herr Heim. Jetzt haben wir uns noch was ausgedacht. 100 Luftballons, 100 Luftballons für 100 Häuser, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Luftballon, welcher am weitesten geflogen ist und die Postkarte zurückgesendet wird, der gewinnt eine Fahrt im Heißluftballon. Ich darf Sie nun bitten, Ihre Postkarte an den Ballons festzumachen und mir dann nach draußen zu folgen, damit wir gemeinsam, bitte auf mein Zeichen, die Luftballons steigen lassen können. Bitte los.